Unser Körper. Unser Körper. Sie. Unser Körper. Unser Körper. Unser Körper. No. Dein. Unser Körper. Deine Körper. Ich freue mich sehr. Wo ist der Unterschied zwischen uns? Die Frage lautet, wieso... Wir sind eineiige Zwillinge, aber... Die Frage lautet, wieso verändert Helium die Stimme? Das hat zu tun mit Luft. Ja. Wieso verändert Helium die Stimme? Bevor ich euch die Antwortmöglichkeiten vorlese, ja, wir haben da mal was vorbereitet. Oh. Also. Ja, was macht er? Ja? Guck mal hier. Andale. Ja? Kennt man das auch in Mexiko? Natürlich. Ja. Luftballons. Jeder Party, du machst da und dann. Darfst du das als Sänger machen? Hat man da nicht Angst, das bleibt und geht nicht mehr weg? Ja. Gefährlich. Ich meine, ja, man hat Angst. No, no, no. Ich glaube, gefährlicher als Probengas. Ah. Und dann? Ah, ja. Hast du schon auf? Wollt ihr mal anfangen? Kannst du was sehen? Also ich habe jetzt schon mal angefangen damit, möchte ich mal klar sagen, ne? Jetzt geht's. Ja, yeah. La donna è mobile, quasi un malvento, muta da tenda. Komm mal, wir teilen uns eins. Komm zurück, ich hoffe. Ganz hoch. Okay, gut. So, jetzt geht's wieder. Das ist aber in der Tat so, jetzt haben wir es hier. Möchtest du zuerst? Ja. Ich bin da nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was gebracht hat, aber irgendwie klingt das schon ein bisschen anders. Wie ziehen die dann, die hier oben so rumrennen? Hallo? So, ich finde, wir sollen jetzt langsam mal weitermachen. Der Werner weiß die Antwort schon und halt uns ja auch noch sinnlos aus. So, was wollt ihr denn jetzt einladen? Habt ihr euch schon für eine Antwort entschieden? Nein, ich habe sie noch gar nicht vorgelesen. Hier sind die Antwortmöglichkeiten. Immer lustig. Der Schall breitet sich in Helium schneller aus als in Luft. Die Luftröhre verengt sich ruckartig. Oder die Stimmbänder werden vorübergehend kürzer. Hm? Für welche Antwortmöglichkeit wollt ihr euch entscheiden? Sicher nicht. Stimmbänder werden nicht kürzer. Was sagst du? Oh, das ist schon wieder weg. Oh, ja, dann kommt es so. Ne? Hallo. Die Luftröhre verengt sich ruckartig. Also. Nein. Ich logge jetzt das A-mal ein, denn Luft muss immer schneller sein, wenn sie ist höher, als man normal spricht. So muss es sein. Ja, aber wir loggen ein. Was sind das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ein bisschen Sorge, dass bei Bernhard nicht nur Helium im Ballon war. Marzipan, bitte! Wir haben A eingeloggt und wir schauen. Ja. Ist A richtig? Ja. Luft, die wir einatmen, besteht hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff. In diesem Gemisch ist der Schall mit etwa 333 Metern pro Sekunde unterwegs. Helium ist etwa dreimal so leicht wie Luft. Somit breitet sich der Schall in diesem Gas mit rund 970 Metern pro Sekunde aus. Eine höhere Schallgeschwindigkeit führt zu einer höheren Frequenz, sprich einem höheren Ton. Deswegen klingt die menschliche Stimme so. Wer weiß denn sowas? Ja, richtig. Antwort A. 1000 Euro. Man sollte das übrigens nicht zu oft hintereinander machen, weil das ist ja tatsächlich ein Gas. Also man kann da bewusstlos werden, wenn man das übertreibt. Ja, aber es ist leichter, es geht raus. Brom, wird die Stimme tiefer, dann stirbt man, wenn man hier am Kopf steht. Also, 1000 Euro auf eurem Konto. Wunderbar. Ja.